Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute hier an einer Stelle. Da habe ich das erste Mal, ich denke mal so vor 10 Jahren, das erste Mal gefischt. War eine Zeit ziemlich überlaufen. Aber es hat sich hier einiges verändert. Zum Beispiel konnte man früher direkt zu den tiefen Plätzen fahren. Das kann man heute leider nicht mehr. Aber ich denke mal, auch hier im Flachen, wir haben es noch nicht so kalt, sollte sich eigentlich was tun. Also früher war hier ein sehr, sehr guter Hechtbestand. Ich weiß natürlich nicht, wie es heute aussieht, aber ich denke, ich bin ganz zuversichtlich, dass heute was läuft. Ich wünsche euch viel Spaß. Meter 15 und voll erwischt. Das ist mir so scheißegal. Ich hole noch mal eben Wasser. Mein Plan ist aufgegangen. Die alte Stelle ist immer noch produktiv. Der Biss kam sowas von vorsichtig. Ich habe also wirklich nur an der Rutenspitze gesehen, dass der Köder aufgenommen wurde. Den Missanzeiger selber ausgelöst und dann Schnur nehmen lassen. Ja, und dann habt ihr es ja gesehen. 2 Meter Schnur und dann habe ich den Anschlag gesetzt. Ich freue mich riesig. So, ganz kurz zum Rig. Ihr habt ja vom letzten Video eventuell noch Erinnerungen daran. Mein Simple Rig, ganz einfach aufgebaut. Run Ring und Buffer Bead, unsere Quick Change Swivel. Ich habe hier einen 3 Unzen Torpedo LED. Fische hier ohne Schlagschnur, aus dem Grunde, weil wir haben hier keine richtige Steinpackung, also es ist ziemlich seicht, ein paar Steine liegen dort, aber dann ist nur noch Sand und daher sehe ich da keinen Sinn, wir haben kein Kraut mehr, nichts. Dann habe ich hier mein Leader, das ist jetzt unser neues Stahlwurffach, mag für die einen oder anderen vielleicht sehr dick sein oder auch dick erscheinen, nur für mich ist der Vorteil, durch das Gewicht bleibt es schön am Grund liegen. Weil ich fische ja hier ein zweiteiliges Rig. Das heißt, ich habe hier doppelt eingeschlauften Wirbel genommen, habe unsere Safety Sleeves in L hier als Cover. Hier habe ich einen Speedlink doppelt eingeschlauft, habe hier einen Safety Sleeve in M als Cover. Und wenn ich das Ganze nachher einhänge in den Quick Change Swivel, kann ich das hier mit dem Safety Sleeve L komplett einmal verdecken. Und habe es immer noch frei und es kann sich hier nichts verheddern. Ihr seht, das lässt sich super noch drehen. Der Wirbel arbeitet einwandfrei. Und am anderen Ende habe ich hier unser 90er Fluorocarbon mit einem Einzelhaken montiert. Und am Ende ein Semi-Barb-Drilling. Das heißt, der Widerhaken hier ist nur an einer Hakenspitze. Die anderen beiden sind barbless. Hier unser
Safety Sleeve in M über den Knoten. Hier habe ich unsere Treble Hook Sleeves in Large über den Knoten gezogen. Ihr seht es hier einfach. No Knot Knot, Safety Sleeve L, mein Bait Band. Und am Ende wieder ein Wirbel mit einem Safety Sleeve M. Hier habe ich es auch wirklich nur gekrimmt. Und das hänge ich dann hier ein in meinen Speedlink. Und cover das wieder mit dem Sleeve. Und habe auch hier wieder eine Top-Verbindung. Die ist komplett geschlossen, kann sich trotzdem prima drehen. Das Schöne an dem Rig ist, dass wenn der Hecht den Köder jetzt einsaugt, bleibt das Stahl am Grund liegen. Ihr habt das vielleicht auf Videos gesehen schon oft, dass die Fische auch die Köder anblasen, mal drum zuschwimmen, die mal kurz aufnehmen und wieder fallen lassen, um einfach zu checken, ist da alles safe? Kann ich den Köder nehmen oder ist da irgendwie ein Trick bei? Gerade die größeren Hechte, so wie der jetzt oder die, ich behaupte mal, es war ein Weibchen, richtig fette Mama, also ich freue mich riesig. Aber ihr seht auch hier, das 90er Fluorocarbon hat jetzt leichte Schrappspuren. Also ich werde das jetzt nicht nochmal fischen, das wird dann einfach ausgetauscht. Nur der Hecht kann beim Draufbeißen diesen Stahl, den er sonst im Maul hat, oder Metall generell, nicht wahrnehmen. Und das ist, denke ich, das Geheimnis von meinem Rig. Nur ihr dürft wirklich, wenn das so aussehen sollte wie hier, das Material ist jetzt nicht stark beschädigt, aber wenn es schon leichte Gebrauchsspuren hat, einfach austauschen. Bastelt euch ein paar vor. Ihr habt das vorhin in dem Rigboard gesehen. Da lagere ich die schön stramm. Ja, und das ist so mein Rig. Ihr seht auch, das Vorfach ist ziemlich lang gegenüber den fertigen gekauften. Und das Besondere ist halt dieses Gelenk. Ich denke, dass die Fische dazulernen, gerade an so Spots, wo viel geangelt wird. Ja, man muss als Angler reagieren, um diese Fische dann noch zu fangen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und wünsche euch auch so viel Erfolg und tight lines.